Ich muss immer schauen, ich werde die Folgen wahrscheinlich etwas länger bzw. kürzer schneiden, je nachdem. Das sind jetzt sonst immer eine halbe Stunde, aber wenn man eine Folge 25 Minuten oder so hat, nicht wundern, weil das gerade ein bisschen komisch zusammenpasst. Müssen wir mal schauen. Bleiben wir ja zwei 45 Minuten Folgen und dann mal schauen. Du kennst die Regeln, oder? Hartes Cup und... Na, erstmal ein hartes Cup und dann... Zu dritt. Platz 49. Was? Ach du Scheiße. Wie lange soll ich denn da sitzen? Ja, ich blende mich mal ein. 49 Plätze, ne? Die anderen waren 10 oder so. Ich meine, wir machen ordentlich Aua-Aua. Das ist jetzt... Das sollte relativ Zeit... unintensiv, aber da kann ich ja fast eine Folge Hades Cap machen dann. Boah. Die Wildtänzer. What the fudge? Yo, die sind alle One-Hit. Oder fast One-Hit, je nachdem. Nothing to... Ja, mit Level 100, ja. Aber steigt ja mit der Schwierigkeit, also steigt ja mit steigendem Level wird es schwieriger. Meine Fresse, Krytos. Lern reden. Wie gesagt, es ist, ich bin ein bisschen Matsch im Kopf heute schon, aber ich hatte echt Bock auf Kingdom Hearts. Und auch nach dem ganzen Gegrinde und ich wollte halt Story weiter, ich wollte wissen, wie es weitergeht und... Boah, ja. Ich hätte eigentlich länger nicht aufnehmen müssen jetzt, aber wie gesagt, ich habe voll Bock drauf. Es ging mir mit anderen Spielen ja vorher auch so. Ich habe ja Hogwarts Legacy dann auch voll durchgezogen. Was übrigens auch immer noch läuft. Also, wenn ihr das hier seht, läuft es nicht mehr. Also, die Folgen bleiben online, klar, aber das Let's Play ist dann zu Ende. Styx genauso. Ich habe Styx aufgenommen und in mehreren Sessions, aber durchgespielt. Achso, hier, übrigens, der Kollege, das ist einer der Fungis, der ist tatsächlich auch speziell. Der ist passiv, der greift nicht an. Und den muss man jonglieren. Den muss man so lange wie möglich in der Luft halten. Und alle 10 Treffer kriegt man Items von dem. Aber, naja. Ich will ihn einfach erstmal gerade loswerden. Deswegen, ciao. Also, jonglieren nach oben. Alle 10 Treffer kriegt man Items von dem Kollegen. Und dann, ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Yuffie ist Yuffie. Kenn ich. Habe ich schon mal platt gemacht. Nur alleine? Das ist aber mutig von dir, Mädel. Aua. Recht jetzt auch noch. Dann kommen die anderen garantiert auch nochmal, ne? Squall und Co. Tut mir eigentlich schon leid, wie sie vermöbelt wird. Goofy hat Genji-Schild erhalten. Okay. Die Barbarin. Müssen wir noch gucken, was das Ding taucht. Wenn es was taucht. Aua. Noch wer? Nö. Ich glaube, alle 10 Stufen gibt es eine Belohnung oder sowas. Oder zumindest alle 10 Plätze kann man, glaube ich, wieder einsteigen, habe ich gelesen. Also, falls du sterben sollte, man hat jetzt Level 9, also Stufe 39 dann erreicht, dann könnte man halt da wieder einsteigen. Man muss halt nicht durchziehen, aber wir ziehen das durch und mit dem Level sollte das ja auch machbar sein komplett, weil das wäre ja sonst durchaus etwas peinlich. Die Dunkelliga. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ich vergesse immer, dass ich die auch auf den Kopf treffen kann. Kurt Daisy. Ja, das dauert noch ein bisschen, da deine Daisy wieder siehst, mein Freund. Es tut mir leid. Behime. Oh Gott. Okay, hi. Den hatten wir doch gerade schon mal. Also in einer leicht anderen Form. Oh, der macht aber mehr Aua. Ich komme nie an den ran.
Kann ich da eigentlich? Moment, geht das? Ne, das wirkt bei dem nicht. Schade. Und runter. Au. Wenn die Kamera nicht mitspielt, ne? Alter. Kamera! Alter. Kamera und Kamerun, ja. Oh, ich kann auch sein. Oh, das ist praktisch, das ist gut zu wissen. Na dann wird das Ganze doch leichter als gedacht. Dann mache ich mal auch mal den hier wieder, weil warum auch nicht. Ich kann ihm auf dem Rücken hochlaufen. Na, dann hätte ich vorher wissen müssen. Ja, gehen wir mal hinten rum. Moin! Ja gut, wenn ich dem, wie gesagt, über den Rücken laufen kann, das musst du wissen. Kraft der Kälte erhalten. Eis-Ra wurde zu Eis-Gar. Sehr cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gucken wir mal zur Seite, ob die Aufnahme noch läuft. Das sieht alles gut aus. Die Feuerzünder. Ja, so sehen die schon aus. Die ganzen alten Brandstifter hier. Also alle 10 Kämpfe ein Bosskampf sozusagen. Die Eiszapfen. Voll cool. Aua. Sehr nice. Hat wahrscheinlich eine Folge nur tatsächlich Hades gehabt. Oh Mann. Wir gucken mal, dass wir das schnellstmöglichst über die Bühne kriegen im eigentlichen Sinne. Und das ist auch noch kein Epilog, da wir ja noch keine Credits gesehen haben. Jo. Die Giftpilze. Großartig. Also nur einer. Naja. Vor allem, was für ein Lügenspiel. Die Giftpilze. Ein einziger. Leute, den können die jetzt gerade nicht hauen. Der ist gerade unverwundbar. Wenn sie umfallen, haben sie es verdient. Ja. Zabachnos. Ja. Geld sind. Waren die gerade größer? Sind die größer als sonst? Brav für Freund. Die Zauberer halten halt auch nicht aus, ne? Ich meine, Zauberer sind generell, die teilen in den Spielen in der Regel immer aus, aber. Obderix, Platz 34. Ah, guck mal einer, schau, hier ist noch jemand unsichtbar. Den kennen wir doch noch aus Tarzans Dschungel. Guck nach. Also in grün, der sieht ein bisschen anders aus. Die Hexer. Aber wie gesagt, Zauberer halten nicht aus. Sind quasi Glaskanonen, die ballern raus, sind bescheuert. Halten aber eigentlich nicht aus. In fast jedem Spiel. Ich glaube, ich kenne kein Spiel, wo ein Zauberer tanky ist. Klar, Schutzzauber und sowas, aber so von Natur aus halt viel aushält. Das ist, glaube ich, bei Diablo 3 war es auch so, dass der Magier halt
am Anfang, der hat halt am Ende ein bisschen was ausgehalten, nicht viel, aber bei Diablo 3, das habe ich auch gespielt vor Ewigkeiten. Aber da habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so die Lust zu. Hexenflee mag ich eigentlich ganz gerne, aber mittlerweile, boah, was ist das denn? Glühbirne? Ja. Oh. Abstand halten, ist aufgehört zu zaubern. Au. Ich sagte Abstand halten. Und naja, jedenfalls hat er am Anfang geht so und dann also relativ schnell hat der Magier bei Diablo 3 ordentlich Damage gemacht. Also er hat gut ausgeteilt. Das ist in anderen Spielen auch nicht anders. Kerberos, hi! Alter Freund. Hier die Platz! Aua! Sag mal. Kann dem eigentlich auch auf den Rücken steigen? Nee, ne? Oh, doch. Gar nicht, ob das gewollt ist. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Oh, der macht aber Aua. So. Ja, aber viel einfacher als beim ersten Mal. Durch den Damage, den wir austeilen. Sollte vielleicht auch öfters mal ausweichen, ne? Nice. Die Kraft des Stroms erhalten. Blitzgar wurde. Ne, Blitzgar wurde zu Blitzgar. So rum mit Schuh draus. Andreas Rum wäre auch komisch gewesen. Die Turboprops. Was für ein Ding? Achso, die Piraten. Die kennen wir aus Nimmerland. Gut. Donald hat kein MP mehr und Goofy auch nicht. Ah, naja. Die Armleuchter! Was? Nun. Die Schläger. Naja. Die englischen Namen sind tatsächlich auch teilweise sehr unterschiedlich, was die Ausrüstung und so weiter angeht und die Gegner. Ich habe zum Beispiel ja die Kriegerkette an und die heißt im Englischen irgendwas mit Titan? Titan Chain oder sowas? Also Titanenkette. Warum man das Kriegerkette und nicht Titanenkette genannt hat, wundert mich oder sowas in der Richtung. Also es ist. Das werden ja mal mehr hier. Ah, ich weiß warum. Ich vermute. Na? Nee? Okay. Im Wunderzimmer bei Alice im Wunderland gibt es nämlich auch, wenn die auftauchen, drei Wellen. Oh, die Kamera. Fokus mal bitte. Ist wahrscheinlich leicht dunkel. Aber jetzt geht's. Und die dritte Welle sind eine größere, das sind Giga-Schattenlurche. Die droppen halt Wuttropfen zum Beispiel. Und da muss man aufpassen, die dürfen wir eigentlich treffen, weil wenn einer trifft, dann hauen die ab. Und natürlich, wenn du nicht umgehauen kriegst, weil sie abhauen, die droppen halt natürlich nichts, ne? Den hatten wir auch schon mal als Boss. Wir sollten vielleicht mal eigentlich eher die Kugeln hier wegmachen. Die schwarzen. Aber es ist eigentlich egal, was mir vor die Flinte, sei schon vor das Keyblade kommt. Hab's ein bisschen los irgendwie. So, machen wir Altmetall draus.
Na komm. Ist er weg? Jo. Sehr nice. »23. Dunkelflaps. Die Dunkelflaps kriegen einen Klaps. So. Das war's. Ja, not bad, Goofy. Hast du recht. Nachtgleiter. 22. Gehörschlag auf Schlag. Wir haben's fast. Wahrscheinlich eine ganze Folge nur Gekloppe. Bescheuert, ey. So. Die Luftigen. Erst das Kleinviehzeug und dann das große Boot. Na komm. Komm her, Kollege. Danke. Oder hört gar nicht so viel aus. Den hätten wir vorher wegmachen können. Egal. Haben wir den hier. Leon und Clark. Du Scheiße. Die waren einzeln schon scheiße. Ja, gut. Immer drauf. Ich bin in der Hoffnung, dass er gleich drauf geht. Immer feste drauf. So. Ich muss mal heilen. Gottes Willen. So. So, ein weniger. Muss Cloud. So, no way, du hast schon mal verloren, Kollege. Der hat Aggressionsprobleme, ne? Der Kollege. Farewell. Nix farewell. Wow. Alter, komm runter von deinem hohen Ross hier. Ich bin froh, dass ich Level 100 bin. Bin ich ehrlich. Alter. Löwenherz. Okay. Bringt uns auch nichts. Schade. Was kommt jetzt? Trio-Bäuchler. Achso, wir sind ja... Na klar. So. Es ist Nacht geworden, merkt ihr das? Brandherde. Ja, so sehen die schon aus. Sollte man ein bisschen mehr mit Luftattacken kämpfen, ne? Weil, wie gesagt, die Kollegen können ja auch eins auf den Kopf kriegen. Vergesst das immer wieder. Aua. Jo, nice. Die irren Engel. Engelschwingen, okay. So heißen die Dinger. Die sind gar nicht aus wie Engel. Wieder dead, nix der dead. Kaputt. Hurricane, okay. Doch einige, hä? So, na komm mal her hier. Gut. Ich muss gleich mal wieder was trinken. Am besten nach dem
Arena-Kampf, wenn die durch ist. Hades Cup, die Sturzflieger. Naja, das geht ja. Dann haben wir noch ein großes Fragezeichen vor uns. Was immer das auch sein will. Und dann geht's wahrscheinlich weiter mit der Hauptstory. Was ist ihn denn? Okay, interessant. Hält zum Glück nicht so viel aus. Bäh. Wo ist der andere? Da. Oh. Gut. Ach so, steht noch. Ciao. Nice. Bis. Die Fettzeller. Das ist ja schon eine Beleidigung für die Viecher. Uha. Interzerps, Defendors. Defendors heißen die Viecher, okay. Ich hab da nie so drauf geachtet. Die defenden aber jetzt woanders. Major, okay. Invictor, okay. Mehr. So. Noch jemand an dem Fahrschein? Jo, da drüben. Nice. Yo, hey, how you doing, everybody? Got a minute? Hades, Lord of the Dead, nice to see you. Hey, guess what? I got a place for you down under. Hades? Der ist auf Platz 10? Oh, oh, okay. Was ist denn auf Platz 1? Au, 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 au. Pack den Flammenwerfer da ein, Junge. Chill mal, Junge. Wieso ist er da auf Platz? Ich hätte ihn ja auf Platz 1 erwartet. Doch. Hä? Platz 10? Ja, geil. War das Kerberos? Kraft der Sterne erhalten. Gravitra wurde zu Graviga. Emsons Bericht Nummer 8. Okay. Hä? Aber wenn er auf Platz 10 war, was kommt auf Platz 1? Naja, ich frag nicht. Auf jeden Fall ein geiler Abgang. Einfach mal weggepustet.
Die Überflieger. Aua. Cool. Kurz und schmerzlos. Und für einen Moment habe ich gedacht, Hades macht uns kalt. Oder grillt uns, viel besser gesagt. Infamia. Ach, hier ist noch so ein unsichtbarer Fuzzi wieder. Ein Chamäleon. Ciao. Oh, Entschuldigung, ich hab dich übersehen. War's das? Ja. Der guckt aber doof aus der Wäsche. Crazy Pille. Ufungi, 3 Stück. So. Ja. Wie gesagt, die müsstest du jetzt mit einem Zauber belegen, aber wenn wir draufhauen, verschwinden sie und dann war's das. Je nachdem, wie sie sich verhalten. Also zittern für Feuer und solche Sachen. Die Nachtstürmer. Schattenlurch und Schattenquasar. Nachdem, was wir alle schon platt gemacht haben, was soll denn da noch kommen, ey? Aber ich sollte meine Klappe nicht so weit aufreißen. Ich bereue das sonst oder irgendwann. Geh mal weg. Müsste Platz 1 gleich kommen, oder? Ich blende mich mal aus. Platz 4. Okay, naja. Noch 2 von den Chamäleon-Dingern. Naja. Sind halt eigentlich primär lästig, ne? Check. Einer down. Wo ist der zweite? Ah ne, er ist fast down. Da ist der zweite. Mach Kopf zu. So. Beide down. Ja, Level Cap, Level Cap, Max Level, lohnt sich schon durchaus. Die Schattigen, Platz 3. Ja, hat sich durchaus gelohnt, das ganze Gelevel. Kann ich nur empfehlen. Gutes Gear und guter Level macht sich immer bezahlt. War's das? Ja, das war's. So. Dann kommt jetzt Kernschatten. Aua. Na, war die Waldfee. Wo ist er hin? Das ist ja fies. Also wenn ihr nicht kriegst, macht er so eine Spirenzi. Ich verstehe. So, Platz 1. Was ist da zu sehen? Wer geht uns jetzt auf den Sünder?
Granitos. Was ist ein Granitos? Hilfe! Ein fetter Steingolem. Seid ihr bescheuert? Nimmt keinen Schaden. Warum nimmt er keinen Schaden? Oh, der hat irgendeinen. Okay, der hat irgendeinen Trick zu sich. Ah, ich verstehe. Okay, möglichst viel Schaden rausballern, dann geht das. So, schön stehen bleiben. Liegen bleiben. Ach so, wenn ich hier oben bleiben darf, ist das auch in Ordnung. Das ist absolut legitim. Okay, auf die Füße, damit er runterkommt, oder was? Ich glaube, Donald und Goofy haben ihn gerade schon gegrillt. Hoppala. Asche zu Asche und so und Staub zu Staub. Cool. Für einen Moment habe ich Angst gehabt. Das. Donald. Wie geil. Das Feuer beim Eiszauber ausgemacht. Sora hat das Triogramm erhalten. Hä? Was ist denn ein Triogramm? MP der Gruppe werden explosiv an den Feind entladen. Mitglieder müssen in der Nähe sein. Mhm. Cool. Das ist mit dem Feuer eben geil. Seine Haare und Donut so plopp aus. Ja.